Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, Herr Evers, für die Vorrede. Auch ich freue mich heute über diesen Gesetzentwurf, den Sie hier heute vorlegen als Koalitionsfraktion. Sie haben es ja erwähnt, wir reden in dieser Stadt schon sehr lange, ich glaube schon seit 2006 darüber und wissen inzwischen, glaube ich, alle, welche positiven Auswirkungen ein solches Gesetz für die Geschäftsstraßeninitiativen unserer Stadt haben kann. Allerdings muss ich doch sagen, es hätte mich etwas mehr gefreut, wenn Sie sich etwas mehr an dem von uns vor 11 Monaten vorgelegten Gesetzentwurf orientiert hätten, statt, wie man jetzt sieht, doch sehr stark an der Hamburger Vorlage. Wir haben uns auch sehr intensiv auseinandergesetzt mit den Akteuren der Stadt hier in Berlin und auch mit der besonderen Struktur dieser Stadt, von der wir denken, dass sie anders ist als, sagen wir mal, beispielsweise Hamburg, wie gesagt, was Sie hier als Vorlage nehmen. Denn auch wenn das Ziel beider Anträge das gleiche ist, Geschäftsstraßen ein Instrument in die Hand zu geben, das für mehr Chancengleichheit sorgen soll, das ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen stärken soll, das Trittbrettfahrertum vermeiden soll und letztlich auch eine finanzielle Planbarkeit schaffen soll. Die Herangehensweise unserer beiden Entwürfe unterscheidet sich doch in Teilen, sagen wir mal, deutlich. Ihr heute vorliegender Entwurf für ein Gesetz zur Einführung von Immobilien- und Standortgemeinschaften hat das Gemeinschaftliche leider nur im Titel stehen. Im Gesetzestext selbst finden sich bisher nur, sagen wir mal, sehr dünne Ansätze, die gemeinschaftliches, partizipatives Handeln ernsthaft fördern. Aus unserer Sicht ist es für Berlin notwendig, ein Gesetz zu schaffen, das ganz bewusst die vielen Berliner Kieze, die Sie ja auch erwähnt haben, eben, Herr Evers, diese Berliner Kieze auch im Blick hat im Gesetz. Dass neben den großen Einkaufsstraßen mit ihren Filialisten die bunten Mischungen von Gewerbe, Dienstleistungen, Gastronomie und Kultur fokussiert. Diese Vielfalt gilt es zu fördern, denn diese ist auch das, was Berlin zu einer besonderen Stadt macht, auf die die Welt nicht nur schaut, sondern bei der die Welt auch gerne persönlich und vor Ort einkauft. Und dabei, um das zu erreichen, um die Kieze zu erreichen mit diesem Gesetz, ist es unerlässlich, auch die Anwohnerinnen und Anwohner von vornherein mitzunehmen. Die einfache öffentliche Auslegung, die in Ihrem Gesetz vorgesehen ist, entspricht dabei nicht unserer Auffassung von umfassender Einbindung der Öffentlichkeit. Ja, es ist doch nicht einfach lästige Pflichtaufgabe. Es ist Notwendigkeit und kann auch Bereicherung sein, von vornherein die Anwohnerinnen und Anwohner angemessen in die Planung eines Innovationsbereichs oder BIT oder BIC, wie Sie es nennen, einzubinden. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Evers? Nein. Insbesondere, wenn diese in Wohn- bzw. Mischquartieren gegründet werden. Wie gesagt, Sie haben es selbst gesagt, Ihr Gesetz ist nicht nur da für Townsend und Friedrichstraße. In der Entwicklung des Handlungsinstruments Berliner BIT-Gesetz schlummert das Potenzial, Eigentümerinitiative hervorzulocken und das nicht nur in reinen Geschäftsstraßen. Lassen Sie uns dieses Potenzial heben mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Sie sehen ja in Ihrem Gesetzentwurf einen sogenannten Lenkungsausschuss vor. In dem haben Sie Vertreter der Eigentümer drin, der Gewerbetreibenden, des Bezirks und der IHK. Planen Sie doch hier auch Vertreter örtlicher Bürgerinitiativen ein. Auch sollten die jeweiligen Bezirksverordnetenversammlungen angemessen eingebunden werden. Und dies sollte man auch im Gesetz festschreiben. Ist vielleicht wieder eine Besonderheit, die man im Hamburger Gesetz nicht finden konnte. Was Sie in Ihrem Gesetzentwurf bisher zumindest auch ignorieren, sind die vielen anderen Programme, die in Berlin genutzt werden, insbesondere der Städtebauförderung wie aktive Zentren. Natürlich muss hier ein gut strukturierter Austausch stattfinden mit den eventuellen BIT-Akteuren im gleichen Gebiet. Also auch das, denke ich, sollte man verankern in den weiteren Beratungen. Ich hoffe und bin aber auch zuversichtlich, dass wir diesem Gesetzentwurf, dem bisher, finde ich, noch etwas Eigenständigkeit und Gestaltungswille und Gefühl für die Stadt fehlt, dass wir diesem Gesetzentwurf gemeinsam in den weiteren Beratungen noch etwas Berliner Luft einhauchen können. Und in dem Sinne erstmal für heute vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.